Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Moneyman-Bande. Genau, Doppelturm. schon wieder. Second Age, Kane und Yamadase auf der sandigen Schlucht. Ich habe gerade gesagt, schon wieder, aber ihr habt das Video, wir haben ja das letzte Spiel gar nicht aufgenommen, wo wir gegen Doppelzeug gespielt haben. Es waren aber auch andere. Ist richtig, ist richtig, ist richtig. Das waren zwei gute, zwei richtig gute. Oh, die haben uns übelst platt gemacht, das ist echt nicht schön gewesen, das Spiel. Ihr werdet es auch nie sehen, weil sie nicht aufgenommen haben. Höchstens ein Blick könnte man zeigen, aber Nee, nein. hier wird nichts gezeigt. Das wird gelöscht. So, also ich bin wieder dabei, mich zu finden wieder in StarCraft. Ja, sortiere dich erstmal. Ich muss mich erstmal übel sortieren, also. Aber ich muss sagen, es geht eigentlich. Dafür, dass ich jetzt wie viele Monate nicht gespielt habe? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ja auch meine 100-Tage-Challenge nicht geschafft. Das hast du nicht geschafft, nein. Aber es war auch anstrengend. Muss ehrlich sagen, Das es war auch war echt anstrengend. zu hoch gesetzt. Jetzt erstmal eine 50-Tage-Challenge Ja, gemacht. 50-Tage-Challenge habe ich geschafft. Ich habe auch 75 Tage geschafft. Aber es war dann echt zum Schluss anstrengend. Dann noch ein Hundi dazu. Oh, dann ging es einfach nicht mehr. Es ging einfach nicht mehr. Es ging einfach nicht Es mehr. ging nicht mehr. Und dann hatte ich keine Zeit mehr für Videos machen. Echsen die Echsen nicht, oder? Echsen die Echsen, Echsen? Nee. Keine Echse. Ah, ich hasse es. Jetzt habe ich falsch entschieden. Ich habe erst geäxt. Heißt aber nicht, dass die haben gar keine Echse. Nein, deshalb. Ich gleich gucken, ob sie einen Pool haben. Das wird so ein Assi cool werden. Ja. Auch gleich ein zweites Gate. Pool steht. Schnell, jetzt geht er runter, Echsen, glaube ich. Pool steht auch fast. Ja, aber geht, glaube ich, runter, Echsen Ja, gerade. der kannst ja. Da hast ja so viel Mineralien übrig. Ich werde trotzdem Doppelgate spielen. Nur so abhelfen. Wenn nicht, können wir daneben noch nebenbei noch ein bisschen nerven. Ne, immer noch keine Echse. Das kann doch nicht sein, aber wir müssen noch Echsen. Ja, vielleicht Echsen sie vorne, damit sie schneller im Linger vorschieben können. Hier, ja, da ist die Echse, der eine zumindest. Mach der Doppel-Echse. Ne, da bin ich so voll, oder? Hast Doppel-Echse? Ne, der wollte nur meine Sonde. Oder der eine vorne geäxt, kann auch sein, dass er da geäxt hat. Schneller zu uns kommt. Ja, ich gucke ja jetzt. Keine Ahnung, ob der schnell zu uns kommt. Ich mache auf jeden Fall Adepten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Nee, er hat nicht. Doch, hat vorne geäxt. Er hat aber keine Linge, er hatte aber keine Drohnen dran. Okay. Haben die Linge schon, ne? Ja. Ach so, bei dir, ach, du bist bei dir nicht dicht, das ist der Nachteil, ne? Ja, das ist das Problem. Bei dieser Map. Aber bei mir kommen sie theoretisch nicht rein. Ich habe zwar jetzt die Queen, aber bis der Typ vorne ist, Weihnachten. Ich kann mich komplett dicht machen. Ah, die werden auch mit Boomlingen kommen, bestimmt. Das können sie ja von mir aus. Hab ja Roaches. Ich glaube, ich nicht mit ihm. Das soll ich trotzdem meine Echse nehmen. Nicht genügend Elfen. Es kommt bei mir, kommt ein Ling rein. Ehre den Dalai. So, Ling. Muss im Scouten. Ich bin safe, bin dicht. Gut. Komplett dicht, da ich gemacht jetzt. Ist gut. Aber ich kann mal nur wegmachen, zumachen, also aufmachen. Sind das den hier Linge? Ja. Das sind nicht viele Linge. Die Erstgeborenen. Kommen wir jetzt auch gleich im Go machen. Was sind deine Dinge? Sind die farblich gleich aus wie die vom Gegner? Das ist voll assi. Du musst die Farben umändern. Ja, so ist besser. Aber das Problem ist, ich kann jetzt die Farben der Gegner nicht unterscheiden. Das ist einfach nervig. So, wir können gleich im Go machen. Reichbord oben.
Da kam schon länger jetzt wieder rumgeschwitzt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Na, ja, das sind drei Dinge. Ihr habt nicht, nicht die Basis eurer Verbündeten. Das kann man go machen. Aber hey, Mopris ist auch nicht da. Na los. Oh, Jolin! Ich müsste theoretisch die kritische kritische Masse erreicht haben mit Roaches. Dass es weh tut. Boomlinge, ist okay. Lass mich vor, ich bin Arzt. Soll ich das in Boomlinge, ne? Nicht rein switchen. Oh, bin ich noch reingeswitcht. Mutas. Gut. Für euch Archons. Ich bin hier in den Schatten. Mutatech ist auf jeden Fall weg. Geld für die Tiere, für hier Archons. Hast du Gas übrig? Nein. Shit. Mineralienfeld erschöpft. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich hab mir eine XLR bauen müssen. Das war auf jeden Fall für uns teuer, aber für die auch, denke ich mal. Ich habe unten noch ein bisschen Echo gekribbelt. Also Problem ist halt, dass wir nicht groß was geben. Wir haben mehr Echo, wir haben hier dritte. Ja, da müssen wir dann gleich nochmal ein Go machen. Teleportation erfolgreich. Hast du Luftabwehr? Ihr benötigt ja, eine Main, ja. Und das Second Loop. Gut, das ist noch so viele Minuten. Ja, ich komme. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Ich durchstreife die Galaxis. Für die Ehre. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Kann auch erstmal keiner nachbauen, das ist das Gute, ne? Aber die Muten haben mir vorher schon Blatt, also musst du auf mich warten. Ja, ich mach's mal die Roaches hier kaputt. Ja, da kommen wir nicht mehr rein. Was, warum nicht? Wo verbirgt sich der Feind? Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Narbe rasch. Muten hat jetzt keine mehr, oder? Also er kann jetzt keine, er könnte jetzt wieder bauen welche, wenn er soweit ist. Er muss halt wieder das Hauptgebäude hochdecken und den wieder bauen. Ich sehne mich nach dem Kampf. Ich komme nicht rein. Ja, ich komme nicht rein. Weg. Weg. Du Templari. Haut auf meinen Unsterblichen lieber, ich grad. Ja, baut auf jeden Fall gut das nach. Ohne Ende. Ihr müsst zusätzliche Blüten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Verstanden. Dies.
bucken sich alle immer nur noch ein, hab ich das Gefühl, wenn ich spiele. Naja. Bist du gasüppig? Nee, gar nicht. Na komm, die Muten. Ulak Natal. Entaro Tassada. Ich vernahm euren Ruf. Teleportation erfolgreich. Euer Denken. Erklärt. Sollen wir vielleicht reingehen jetzt? Teleportation erfolgreich. Absolut kein Gas. Ey. Ich auch nicht. Meine Aufgabe. Wir werden ein. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Oh, hat er viel. Der will jetzt ein Mut, das euer Denken null. Gleich dem meinen. Kassar, die Templar. Ihr benötigt mehr Wespengas. Ich hab sowas von kein Gas. Ja, auch nicht. Da stehen die Muten und Raptor. Sind eins. So diene ich. Wir werden bald Lurke bauen. Ja, wir haben schon Lurke, ist vorbei. Die Lurke bauen wir nicht beide. Ich finde Lurke auch sowas von geil im Arm. Ruhig, Bruder. Lurke. Das ist vorbei, GG. Können wir rausgehen. Schade, wir kriegen jetzt noch schön von Sack. Oh, ich hab nur dir geschrieben. Ich hab's dem Gegner geschrieben. Ja, ist halt. Tja, wir rutschen bestimmt erstmal auf die A2 runter und dann geht's wieder hoch. Ja, jetzt schon ich hätte meine Echse besser nehmen müssen. Du hattest noch ziemlich hohes MMR, ne? 3-9er. Die waren noch Meister 3-mal. Ja. Wollen wir auch mal. Ja, das stimmt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Genau. Und abonnieren nicht vergessen. Tschüss. Tschüss.